Dezent netter Hinweis. Speicher nochmal. Das ist ein Expertenterminal. Zu gut geschützt. Jetzt könnte Nick Valentine ins Gespräch kommen. Hey. Weil ich habe rausgefunden, wie man ihn rausschickt. Man muss halt wirklich mit ihm reden und dann sagen: Verlass bitte die Powerrüstung. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Na klar doch. Er hat sofort wieder seinen geilen Mantel an. Hey. Ich bin ganz Ohr. Kannst du das Terminal entsperren? Ja, doch. Interessiert ihn gar nicht, dass es eine Polizeistation ist. Finde ich gut. Das ist mal eine ernstzunehmende Sicherung. Hm? Ich gehe schon mal in Deckung. Kann man nämlich vorstellen, was passiert. Ein Schlagholz, das ist eine Waffe. Red mal mit Bo Cronin, er kann dir eins verkaufen. Ach so, aha, ich muss ja erstmal das Ding frei lassen. Hey! Wie sieht der Plan aus? Na klar doch. Rein wieder in die Powerrüstung. Flupp. Sieht bestimmt gleich nackig aus. Jetzt hat er seinen Hut aufgelassen. Strange. So, Protektoren-Steuerung. Persönlichkeitsmodus. Was? Natürlich geht euch das was an. Was? Cool. Ups. Alter. Leute, chillt doch mal. Wenn ich jetzt hier rauskomme, sind die dann auch feindlich? Ich muss doch Mel irgendwie rausholen. Da. Mal durchtrennen, die Leute hier. Okay, ich will natürlich nicht, dass sämtliche Leute aus Diamond City mir auf die Füße treten. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich glaube, bei Dingens... beim anderen Gameplay, was ich gesehen habe, ist er einfach rausgebuggt. Ist das ein Pip-Boy? Ich würde meinen linken Arm für so ein Teil geben. Officer? Mann, Kumpel, ich mag Knarren ja auch, aber meinst du nicht, du übertreibst es hier ein bisschen? Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Das ist ja ein gutes Angebot. Hab gesehen, wie du bei dem verlassenen Haus rumgeschnüffelt hast. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass McDonough dir das gestattet hat und gehe der Sache nicht weiter nach. Hey, Officer. Hast du was zu sagen? Ich würde gerne jemanden bestechen. Das geht aber scheinbar nicht. Hey, Officer. Wir haben dich im Auge. Auch wenn du mit Nick Valentine unterwegst. Wie nervtötend. Hey, Officer. Hast du was zu sagen? Ich stelle mich auch immer hinter eine geschlossene offene Toilettentür.
Ja gut, dann halt nicht. Es ist mir nicht wert, ehrlich gesagt, wenn ganz Diamond City auf mich ballert. Hui. So. Oh, ich bin doch nur aus der Tür rausgegangen. Wie lange kann etwas laden, Alter? Unglaublich. Was? Hol Mel aus dem Gefängnis? Hä? Wie zum Teufel? Wie ist denn jetzt herausgekommen? Ich dreh durch. Okay. Ich muss einfach nur mit ihm reden. Wenn er im Knast sitzt und er kommt dann einfach so raus, oder was? Sprich mit dem Chef der Wachen. Muss ich jetzt wieder reingehen, oder was? Der wird doch hier nicht mehr drinne sein. Doch. Mel. Ich bin gespannt, um was es geht. Aber verschwinden wir erstmal, okay? Okay. Ich bin gespannt, um was es geht. Aber verschwinden wir erstmal. Keine Ahnung, wie er rausgekommen ist. Ich habe keinen Dunst. Hallo, Mel. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Alter. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Woher weißt du das? Niemand sonst würde sich meinetwegen so viel Mühe machen. Gott, die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe hier ja keine lebenslange Strafe gesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig. Aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Das war einfach. Auch wenn wir uns fast über den Haufen haben schießen lassen und die ganze Stadt auf uns sauer war, das war entspannt. Good Neighbor. Trifft sich eigentlich ganz gut, weil da haben wir jetzt zwei Quests. Und da wollte ich eh hin. Ja, ich weiß, in der Folge sind wieder jede Menge Ladescreens. Aber es lässt sich leider nicht vermeiden, wenn ich ehrlich bin. Und ich kriege Hunger und habe hier nichts mehr zu essen. Ärgerlich. Erstmal. Noch mal was gucken. Nee, hier war es nicht. Da wollte ich rein. Hier war ich nämlich noch gar nicht drin. Ja? Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Der sieht gar nicht mal so schlimm aus, wie die anderen Gestalten hier. Warum fragst du? Ich will dich nur etwas besser kennenlernen. Ist nicht gerade die sicherste Gegend, deshalb weiß ich gerne, wer Ärger machen wird und wer ihn beendet. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen, halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich repariere meistens irgendwas im Hotel Rexford. Oder ich trinke diese Plörre von Charlie im Third Rail. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Aha. Ich könnte Arbeit brauchen. Wir brauchen natürlich keine Arbeit, aber... Es kommt drauf an, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube,
Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford reparierte. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Wo ist der Haken? Das Übliche. Der Laden, in dem das Ding steht, ist nicht leer. Muss der vielleicht den Weg freischießen? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe, dem Schankhaus Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Okay. Auch eine nette Ansage, es braut sich was zusammen. Da zu sein ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Oh, entschuldige, mein Fehler. Ah, super, jemand Neues. Du brauchst bestimmt Chat, oder? Selbstgemacht. Und zu fairen Preisen. Gibt es hier Arbeit? Ja, du könntest echt perfekt für den Job sein. Du weißt, wirklich jeder was für mich hat. Diese hochgerüsteten Söldner. Naja, ein paar von denen haben darüber gesprochen, das alte Hallucigen-Gebäude zu plündern. Ich meine, allein der Name sagt doch schon alles. Da wird es sicher Zeug geben, dass der totale Hammer ist. Wenn du mir davon was besorgst, gebe ich dir 200 Kronkorken dafür. Ich versuche einfach mal zu überreden, mehr rauszurücken. Dein Angebot ist nicht gut genug, Fred. Okay. Sagen wir 250. Okay, Fred. Der Deal steht. Du bist echt der Knaller. Der absolute Knaller. Bevor du anfängst, kommen wir gleich zum Punkt. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt wird im Voraus. Heute nicht. Dann bist du hier falsch. Eine echt nette Bedienung, muss ich sagen. Wir gehen trotzdem mal gucken. Weil ich muss sagen, ich weiß, dass hier jemand auf uns wartet. In Anführungszeichen. Was? Nein, das kann doch nicht. Das. Du bist genau was? Der. Aus Sanctuary Hills, stimmt's? Moment, hast du für Vault-Tec gearbeitet? Ich bin Vault-Tec. 20 Jahre treu für die Firma geschuftet und jetzt sieh mich an. Ich stand nicht auf der Liste. Aber du, sieh dich mal an. 200 Jahre und du siehst immer noch super aus. Wie ist das möglich? Im Vault gab es diese Kapseln, in denen wurden wir eingefroren. Ich bin erst kürzlich wieder aufgewacht. Was? Vault-Tec hat mir nie was davon erzählt. Ja, du wolltest uns die Scheiße verkaufen und wusstest davon nichts, natürlich. Ich habe es auf die harte Tour in die Zukunft geschafft. Ich habe den Schmutz überlebt, den Verfall und das Blutvergießen. Sieh mich an. Ich bin ein Ghoul, ein Freak. Gibt es noch andere Ghule da draußen? Leute von früher? Du meinst den verrückten Kent und mir ist alles egal, Daisy? Ja, es gibt ein paar von uns. Aber niemand aus der Nachbarschaft. Kent gibt es leider nicht mehr. Und niemand von Vault-Tec. Die haben mich einfach hier gelassen. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Du bist die einzige Person, die ich getroffen habe von früher. Ich... Oh Gott, ich war hier so allein. Ach Gott, das tut mir leid. Keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Vault-Tec. Ich schon. Aber wir speichern lieber vorher, falls es schief geht.
Weil ich brauche unbedingt Siedler. Hey, du könntest zurück nach Sanctuary gehen. Ich komme dich auch besuchen. Versprochen. Wirklich? Das würdest du machen? Okay. Der kann sich gleich mal hinter unseren Stand klemmen und verkaufen. Und du kommst mich auch besuchen, ja? Okay, dann sehen wir uns da. Guck mal, jetzt lacht er wieder. Das ist doch schön. Den wollte ich halt einfach nur abholen. Ich habe es in einem anderen Gameplay mal gesehen, dass er hier rumstreucht. Und das kommt uns sehr gelegen. Was ist da gerade passiert? Was? Was zum Teufel war denn das jetzt? Ich bin doch nur runtergesprungen. Das ist so. Hey, du könntest zurück nach Sanctuary. Dass ich vorher gespeichert habe, Alter. Ich komme dich auch besuchen. Versprochen. Wirklich? Das würdest du machen? Okay, ich mach mich gleich auf den Weg dahin. Und du kommst mich auch besuchen, ja? Okay, dann sehen wir uns da. Gut, wir nehmen also den normalen Weg, alles klar. Weil irgendwie fühlen sich die Leute belästigt, wenn wir durch die Gegend jumpen. Jetzt haben wir schon wieder irgendwelche Aufträge angenommen. Ich könnte ausflippen, Alter. Wir haben ja schon so einen Haufen Quests, aber... Ach, ich will dieses Spiel in 2 Jahren noch spielen. Einfach aus dem Grund, weil es so komplex aufgebaut ist von den Questfolgen. Es macht ja auch Spaß, das ist ja keine Frage. Diese ekelhaften Radskorpione. Free Devil. So, dann quatschen wir gleich nochmal mit Hengelcock. Wieder ein Ladescreen. Es ist in diesem Spiel leider nicht anders möglich. Ladescreen everywhere. Ich kann meine Rüstung hier nicht verlassen. Kann ich doch. Das Gute ist, wenn ich jetzt die Shroud-Rüstung anziehe, ich habe ja nicht so viel Zeug mit. Das ist das Positive. Wenn man immer sein Inventar aufräumt. Kennst du Schach? Manchmal ja, bla bla. Es ist vollbracht. Der gefürchtete Sinjin ist Geschichte. Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. So sieht's aus. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Nice. Du hast deinen Beitrag geleistet und alle ihrer gerechten Strafe zugeführt, die es verdient haben. Ich werde unsere kurzen Gespräche vermissen. Die Straßen waren in letzter Zeit ein wenig zu rot. Hältst du sie sauber, bist du jederzeit willkommen. Jawohl, abgeschlossen, Silver Shroud. Hast du vielleicht noch was für uns? Hengelcock? Ich bin ganz Ohr. Hengelcock? Bist du also ganz Ohr? Hey. Was ist los? Ja, gut, also nichts für uns. Wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, wenn wir immer nett und fair waren. Achso, vielleicht sollte ich erstmal. Ich kann uns. Kann ich das jetzt auch noch anziehen? Ja. Kaum noch auseinanderhalten. Nee. Warum habe ich einen Helm im Inventar? Habe ich den jetzt Habe ich den jetzt abgenommen, weil ich da irgendwie meinen Helm aufgesetzt habe oder was? Meine Fresse. Grüß dich in die. Na, alles fit? Um die Uhrzeit noch am Schlüssel oder was? Ich
der wirklich den Helm abgenommen? Ich Idiot.